Hi Leute und willkommen bei einem neuen Unboxing-Video. Die Lizzie packt aus. Normalerweise werden bei mir ja fast nur Figuren präsentiert, aber heute wird ein Malbuch von mir ausgepackt und präsentiert. Wobei, es ist ja bereits ausgepackt, es ist keine Folie drum. Wollte es halt einfach nur mal präsentieren. Ist halt das offizielle Malbuch Art for the Players. Kann ja mal hier kurz die Rückseite zeigen. Also unten werden 10 Pfund angezeigt. Es kostet aber allerdings bei Amazon.de, glaube so um die 12 Euro. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Und nun werden wir hier mal reinblättern. So, das ist die erste Seite. Also habe ja früher als Kind sehr, sehr gerne gemalt. Ist allerdings ja locker über 10 Jahre her. Hab da irgendwie keine Zeit und kein Interesse mehr dran gehabt zu malen. Aber da ich ja eh eine PS4 habe oder besser gesagt alle Sony-Konsolen hier im Haus habe oder hatte, ist das hier eine ganz gute Idee. Also hier sieht man jetzt auf dieser Seite sieht man Bloodborne, was man ausmalen kann. Also es gibt hier Bilder, wo man sehr, sehr viel Zeit für braucht. Also, wo man locker einen ganzen Tag für braucht, um das auszumalen. Gut, hier das von God of War, das sieht noch relativ einfach und simpel aus, das auszumalen. Das linke ist von, ich glaube, das war Infamous, genau. Was haben wir denn hier? Genau, das linke Bild hier. Ich werde das mal kurz hier so etwas näher ranholen an die Handykamera. Also hierfür braucht man wohl sehr, sehr lange, um das alles auszumalen, weil ja, jedes Gebiet sollte ja auch teilweise eine andere Farbe haben. Also hier bei den ganz kleinen Gebieten, das alles in einer Farbe auszumalen, macht ja irgendwie keinen Sinn. Dann sieht das ein bisschen blöd aus. Also ich werde hier mit dem Malbuch wohl sehr, sehr viel Zeit verbringen. Ja, hier haben wir noch die. Also die Buttons, ne? Dreieck, Kreis, X und Viereck, die ich ja auch auf den Arm tätowiert habe. Was haben wir denn hier nochmal gut davor? Also ich sehe, hier sind halt die ganzen oder ein Teil der ganzen Sony-Exklusivtitel in diesem Malbuch drin. Hier sind noch die Lemminge auf der linken Seite. Dann haben wir hier noch Killzone. Ist ein bisschen kompliziert, hier das Buch mit einer Hand zu halten, mit der anderen Seite umzublättern. Das hier müsste Wipeout sein. Ich glaube ja, Wipeout. So, ich werde hier mal ein bisschen flotter umblättern. Sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Bilder dabei. Ich glaube, hier haben wir nochmal Bloodborne. Ich glaube, das müsste Bloodborne sein. Ich werde mal ganz kurz etwas weiter nach hinten blättern, weil es hier noch sehr interessante Informationen gibt zu den ganzen Games, die hier in diesem Malbuch drin sind. Genau, das wäre hier. Also auf jeder dieser blauen Seite gibt es dann noch ein paar Infos. Also hier zu God of War ein paar allgemeine Infos. Ape Escape haben wir hier noch. Genau, Bloodborne ist mit dabei, Infamous. Daneben werden halt immer ein paar Bilder angezeigt, die dann auch hier in dem Malbuch drin sind zum Ausmalen. Little Big Planet haben wir hier noch. Na, Kamerawinkel ist gerade ein bisschen blöd. Ich muss halt das Malbuch etwas öfters neigen. Kann halt leider nur mit der Handykamera aufnehmen. Na, was haben wir hier noch? Last of Us. Genau, und Killzone. Ich habe jetzt ja ungefähr die Hälfte von den ersten paar Seiten gezeigt. Das Bild hier auf der linken Seite ist wohl auch sehr kompliziert zum Ausmalen. Was haben wir denn hier noch? Infamous haben wir hier nochmal. Also ich finde das sehr, sehr cool, dass sie so ein Malbuch rausgebracht haben. Ich glaube, das kam November oder Dezember kam das auf den Markt. Kann man, wie gesagt, auch bei Amazon kaufen. Keine Ahnung, ob es das auch in der Buchhandlung gibt. Es hat ja hier hinten so eine ISBN-Nummer. Hier unten. Also bei Amazon gibt es das auf jeden Fall.
Ob es das auch in der Buchhandlung gibt, da müsst ihr selber mal nachfragen. Hier sind nochmal auf der linken Seite die Lemminge. Lemminge, Lemminge, Lemmelinge. Und was haben wir hier? Nochmal Ape Escape und hier auf der linken Seite The Last of Us. Wo ja auch alle ganz gehypt sind auf den zweiten Teil. Hier noch ein paar Origamis. Also die Origamis, die werde ich wohl als allererstes ausmalen. Ich habe ja auch so eine Origami-Figur von der Limited. Genau, Limited Edition hier. So, genau, das hier auf der linken Seite gefällt mir auch sehr gut. Hab dasselbe ja auf dem Arm sozusagen. Kann es hier halt nur in mehreren Farben ausmalen. Je nach Bedarf. Was haben wir denn hier noch? Also für den kleinen Preis bekommt man hier sehr viele Seiten zum Ausmalen. Moment, wird das hinten angezeigt, wie viele Seiten hier drauf bei sind? Nein, ich gucke nochmal kurz vorne. Entweder auf der ersten oder auf der letzten Seite müsste das doch angezeigt werden, oder? Nein. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Seiten. Ne, hier wird auch nichts angezeigt. Guck nochmal kurz hier. Aber wie viele Seiten könnten das sein? Es sind locker. Könnten so um die 30 Seiten sein, oder? Also, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Ausmalen. Hier ist nochmal Little Big Planet. In ganz vielen Variationen hat man hier den Sackboy zum Ausmalen. Mir gefällt der hier oben irgendwie am besten und hier unten der. Sieht aus wie Bob der Baumeister so ein bisschen. Okay, Bob der Baumeister sieht wiederum ganz anders aus, aber keine Ahnung, wieso ich jetzt auf Bob der Baumeister gekommen bin. Ape Escape haben wir hier nochmal. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Bilder dabei. Hab keine Ahnung, vor über 10 Jahren das letzte Mal gemalt, aber werde versuchen, hier sehr, sehr viele Bilder auszumalen. Und ja, wollte das Malbuch halt hier einfach mal ganz kurz präsentieren, weil es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Investition. Wenn man so ein Fan ist von den ganzen Sony-Exklusivtiteln. Und ja, malen kann man dabei auch noch. Also irgendwas Kreatives macht man denn dann. Also malen ist ja kreativ, ne? Man macht also währenddessen etwas Kreatives und könnte die Seiten bei Bedarf dann hier so, ja, okay, rausziehen ist ein bisschen blöd. Dann lieber abtrennen, die ausgemalten Seiten und irgendwo aufhängen, bei Bedarf, wenn man das dann sehr, sehr gut gemacht hat. Denke, dass meine Sachen, die hier von mir ausgemalt werden, katastrophal aussehen. Aber das werden wir dann noch sehen. Ich werde dann die einzelnen Bilder von den ausgemalten Bildern, ja, die einzelnen Bilder von den ausgemalten Bildern, werde ich dann jeweils auf Facebook und Twitter teilen. Na gut, Leute, denke mal, hab genug zum Malbuch gesagt. Werde den Amazon-Link unter das Video packen. Und ihr könnt mir gerne kommentieren, was ihr von diesem Malbuch haltet, ob ihr es auch kaufen werdet und was ihr generell von diesem Video haltet. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, Kommentar hinterlassen und auch gerne mal in meine Playlist zu meinen anderen Unboxing-Videos reingucken, wenn ihr darauf Bock habt. Gut, bin dann jetzt mal weg und wir hören uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann, Leute!